Ich wurde eine Tochter geboren. Eine Tochter wurde mir geboren. Ich nenne sie Cersei. Was? Das kann man einstellen, wie man die nennt? Ja. Wie denn? Cool. Du wirst schon sehen, wenn du mal eine Tochter bekommst. Hast du jetzt eigentlich schon geheiratet? Ich hab schon eine. Ah. Und er weiß es trotzdem nicht. Cool. Wie kann man das denn machen? Du wirst es schon sehen. Bei deinem nächsten Kind lernst du es vielleicht. Okay, jetzt heißt sie einfach Estelle. Das arme Kind. Ja. Ja. So. Schon mal daran gedacht, das Kind loszuwerden? Bei diesem grauenvollen Namen? Das Kind hat wahrscheinlich eher daran gedacht, seine Eltern loszuwerden. Was bringt es denn eigentlich zu trainieren? Erfahrung. Okay, das heißt... okay, das ist gut zu wissen. Das ist wirklich gut zu wissen. Ach ja, es ist ja gerade noch. Was ist denn gerade noch für eine... Ach ja, übrigens, ich hatte den Brunnen schon vergiftet. Aber ich weiß nicht, irgendwie sehe ich noch keine Auswirkungen. Oh, die Klägerpartei ist tot. Ja. Die Klägerin haben wir vor Gericht umgelegt. Super. Was bringt das mir denn jetzt eigentlich? Also was bringt mir das jetzt, dass ich den Brunnen vergiftet habe? Passiert es irgendwas? Ja. Was? Ich werde überfallen? Was? Ja, wer überfällt mich? Mehr Kräutertee wird gebraucht, glaube ich, aber ich bin mir nicht ganz sicher, Asta. Sorry. Wohin soll's gehen? Weit. Cross, kannst du mir wieder ein bisschen Geld geben? Da, vogelfrei, na und? Die werden mich gleich kennenlernen. Ja, warte, ich kann dir gleich... Ach, das Räubernest von Orange? Ja. Ja, ich würde gern wirklich langsam etwas Geld haben wollen. Du kriegst Geld von mir. Ich habe gerade 25.000 auf Kasse. Cross, soll ich sie einschüchtern? Ich werde den stechenden Blick. Ich werde den ihr Teil da gleich in Schutt und Asche legen. Ich bin nicht meine Frau. Ach so, Moment, ich muss meine Frau mal eben losschicken. So, warte. Um ein paar Dinge zu erledigen. Einheiten, Freunde. Aste Denarova, hier kriegst du nochmal 700. Auf, ans Werk. Aber hier, du musst auch mir auch mal was bieten, ne? Also, was soll ich dir denn? Kein Wohlfahrtsverein. Was soll ich dir denn bieten? Absolute Zerstörung. Das wäre ein Anfang. Was soll ich dir denn eigentlich bieten? Jemand lässt sich von euch bestechen. Mach ich. Keine Ahnung, denk dir was aus. Randiger, ist das Geschenk angekommen? Ja. Gut. Was willst du haben? Wirst du noch merken. Was zur... ist es normal, dass ein Raubritter gegen so eine komische Tante mitten in der... Okay, die ist tot. Hab nichts gesagt. Okay. komisch. Meine Füße tun... Hoffentlich werde ich nicht... Wo soll's hingehen? Immer nur Arbeit. Macht die sich dann mal wieder ran? Nein, die Diebe kommen da nicht ernsthaft nochmal, oder? Die Diebe werden gleich ein paar Probleme kriegen. Ich lasse nämlich hier gerade meine Schergen und meine Wachen anrücken. Kann man Krötenaugen verkaufen? Ich denke schon. Kannst du mal versuchen? Ja, glaube schon. Oh. Randiger ist der alte Mann, ach du Heilige. Was passiert denn eigentlich, wenn mein Mann jetzt irgendwann stirbt und ich hab dann nur noch meine Betriebe? Dann bist du weg vom Fenster. Na, was passiert denn mit meinen Betrieben? Zum Verkauf angeboten. Ja. Was, wenn was passiert? Wenn er stirbt und seine Dynastie nicht fortbestehen kann. Dann sind die zum Verkauf angeboten, ja, das stimmt. Das stimmt. Was? Vanitas hat die Lehre unterbrochen?
Ach, da greift einer mein Haar. Da versucht er mit Splitten. Ja, Pech Alter. Für ihn, da standen gerade meine Wachen. Ich hab's gemerkt. Die fanden das nicht so toll. Nee, fanden sie gar nicht. Hier bin ich. Die haben den mal. Oh, was machen denn die Soldaten da? Wo ist der rum? Die standen da auch gerade mit. Ich gucke gerade, ob man Krötenaugen verkaufen kann. Was Versuch denn? Ist es immer wert. Na klar doch. Anscheinend nicht. Wenn ihr meint. Oder zumindest nicht auf dem Markt. Was ist? Ja, okay, das Gebäude wird schon von Cross angegriffen. Wenn ihr meint. Okay, in der Stadt gibt's aktuell 4-mal Lepra. In der Stadt, nein, kurz außerhalb der Stadt, außerhalb der Stadt gibt es eine Brandbombe. Das stimmt allerdings. Boom. Hoffentlich. Boom. Oh ja. Ich bin bereit. Nicht schlecht. Okay, brennt es bis auf die Grundmauer. Ihr müsst einem Prozess vorsitzen. Ich muss noch einen Prozess vorsitzen. Levin Messerle gegen Tatjana Körner. 36. Wann kann denn mein Kind zur Schule gehen? Der Messerle wird gerade von ein paar Schergen angegriffen. Das heißt, wir haben vielleicht auch bald keinen Landesherrn mehr. Ach ne, der ist ja doch der noch. Oh, was ist vom natürlich Rathaus haben, los? Natürlich haben wir einen Landesherrn. Da ist was vom Rathaus los. Ja. Was ist da denn? Rathaus? Die Scherge. Die können sich gegenseitig nicht leiden, oder? Ist doch schön. Das ist der Landesherr, der da umgehauen wird. Ja, oh. Was ist umgehauen? Der verreckt jetzt. Ah ne, wird entführt. Okay. Oh. Wunderbar. Ich glaube, damit ist die Absetzung beschlossen, oder? Ja. Ist sowieso schon. Ich meine, überleg mal. Wir kontrollieren sonst die ganze Politik. Der König ist noch bei dem. Nein, der ist frei. Warum ist der König frei? Der ist wieder... Tja. Wir hätten ihn vielleicht loswerden sollen. Oh. Die Gilde der Patrone zu Wien ergibt folgenden Auftrag. An einem Fürstenhof in Paris wird ein tüchtiger, Zeremonienmeister gesucht. Aha. In Paris. Ja. So, ich nehme jetzt dieses Räubernest ein. Sicher, dass du es einnehmen willst? Was? Einnehmen, sicher? Ja. Okay. Ich nehme es ein. Okay, viel Spaß. Und anschließend reiße ich es ab. Das ist ein guter Plan. Ich baue dort ein Vereinsheim. Für freigesonnene Treibjäger. Okay. Ich will Beute machen. Wieso? Pff, na toll, da hat eine Brand. Ich hab ein Gebäude erobert. Juhu, ich habe ein Gebäude erobert. Cool. Nee. In Ordnung. So, wann geht denn der Prozess? Gebäude niederreißen, ja. Was denn? Tschüss. Wenn ihr meint. Gebäude niedergerissen. Oh, wie viele Leute sind hier drin? Oh, das muss ich mir angucken. Ich vermute einige. Oh ja, einige. Deine ganzen Schergen sind hier drin. Nee, Wandiger Schergen. Ja, ich meine ja Wandiger, was machen deine Schergen? Gehen die denn überhaupt Schergen raus, wenn ihr ja, die gehen Eskorte? Für dich? Aste, wie wär's mal mit Bezahlung? Bin gespannt. Ach so, das Astes Eskorte. Irgendwer muss ja auf den kleinen Aster aufpassen. Der König ist wieder da, hä? Okay, jo. Die Amtssitzung beginnt und ich mach diesmal mit. Der König rennt aber gerade irgendwo bescheuert rum. Ach, der geht der verschwindet scheinbar aus der Stadt, oder? Hey, cool, ich eröffne die Sitzung. Warum sitze ich da rum? Stehe ich da rum? Keine Ahnung. Das hast du den höchsten Titel? Boah, ich vermute, ja. Okay, ich bin Richter oder. Ja, und Land. Ja, die beiden Obersten sind nicht da, also bin ich. Da sich nur ein einziger Bewerber für das Amt. Du schaffst deine Frau in Amts in höher. Jo. Danke. Lasst uns nun um folgenden ab. Der Posten. Oh.
Folgende Person. Susanna Degen. Da sich nur ein einziger. Danke, danke. Ihr werdet es noch früh genug. Lasst uns nun um folgenden Amt. Die Position des Kerkafo. Nee, Velrandiger. War misskalkuliert von mir. Wie gesagt, Velrandiger. Misskalkulation. Warum denkt ihr, dass ich kann nur mich. Okay, gut. Misskalkulation und so. Kommt vor. Ganz einfach. Wo ist mein Gefährt? Weil ich der fähigste Kopf hier im Rat bin und ihr alle bald keinen mehr habt. Erst einmal eine kurze Bedenkzeit. Das mit dem Einstören bringt nichts, wenn das alles Computerspieler sind. Wenn das alles richtige Spieler sind. Schade. Allerdings, wieso kann ich Renegar kein Kompliment machen? Ich kann aber meinem Mann Komplimente machen. Das gefällt mir. Beschämt mich mit euren Worten. Soll ich helfen? Dame. Vielen Dank. Jo, wir fächern uns selbst die Macht zu. Kann ich irgendwie mit drohen? Ich plädiere übrigens dafür, dass ich mich mit meinen beiden zuerst bewerben kann, damit ich dann auch ganz oben aufsteigen kann. Und danach komme ich. Danach kommst du. Wie es aussieht. So. Wer steht denn da eigentlich so komisch rum? Ich. Damit ist die Wahl. Du bist der Grüne, ja? Ja. So, wen wähle ich denn jetzt? Ey, nicht wegklicken. Oh, sorry, mein Fehler. Lass mal nur mich wegklicken, sonst. Ich weiß, wen du wählen wirst. Astin Delanova, Sophie Huber. Ich meine, hier hat jemand Schulden bei dir und ein anderer hat dich bezahlt, meinst du nicht? Ja. Moment. Ich bedrohe euch nicht. Ich bin nett. Ich habe nur Gutes für die Stadt getan. Ich gebe euch erst einmal eine kurze Bedenkzeit. Ja, ich gebe euch eine kurze Bedenkzeit. Was, nur Randiger kann abstimmen? Ja. Yep. Ja, Aste, ich warte auf deine Bestechung. Sie muss hoch ausfallen und du musst auch deine Schulden bezahlen. Also, meine Bestechung war nicht klein. Sagen wir es mal so. Also unter 4000 ist nix. ja, okay, danke für das Geld, Aste. Ich nehm's gern. Vielen Dank. Ich hab Randiger bestochen. Nein, hast du nicht. Danke. Das hätte ja eh nicht gereicht. Das waren 153. Damit kannst du Randigers Schuhe vielleicht putzen. Lass uns einfach abstimmen. Ich glaube, das wird sonst nichts. Oh Mann. Irgendwas ja. Von Riva. Wie soll ich überhaupt hochkommen? Warten, wie es aussieht. Folgende Person. What the fuck? Ja, hi. Nicht. Ja, nichts, niemand von Bedeutung, also ja. Die Wahlberecht. Warum denkt ihr dem. Muss ich nichts zu sagen, oder? Kann dich von denen irgendwer leiden außer mir? Außer mir besetzt keiner die Posten. Wieder einfach darum. Ja. Erst einmal eine kurze Bedenkzeit. Oh, die mögen mich sogar teilweise. Echt? Mich hassen die alle. Ja, Rossmeißel und Selimovic mögen mich auch nicht. Braumann geht einigermaßen. Ja, die anderen hassen mich auch. Ihr seid was? Ein Charmeur, mein Herr. Vielen Dank. So gut habe was? Ich selten unterhalten. Was? Vielen Dank. Was ist los, Asta? Ich hatte was? Die Meldung, dass mein Haus angegriffen cool. wurde. Was? Cool. Ich kann mich gleich darum kümmern. Aber ich sehe niemanden. Damit ist die Wahl werte Freunde. 1100 EP bekommen. Nicht schlecht. So, So, ich bewerbe mich als erstes. Bitte. Ja, bewerbe dich als erstes auf Landesherr auf und. Bewerben. Feldherr? Machst du Feldherr oder Kardinal? Was meint ihr? Ist mir egal. Ich mach Feldherr. Ja. Ich gehe mit meinem Typen auf Gildenvorsteher. Arbeit ist mein. Ich bewerbe mich auch schon mal. Ich mir mal. Ja, da gucke ich mir mal die Politik im Moment an. Zack. Und so. Cross, seine Frau könnte mühelos Kardinal Feldherr werden. Ach, Feldherr. Wird sie. Dann wird sich das entscheiden über den Herren des Landesherren zwischen Susanna Digger und dir. Kann mal jemand diese Irmgard. Ach so. Das bin ich, Aste. Vergiss das nicht. Vergiss das nicht. Nein. Ach so. Jetzt, ich bewerbe mich erstmal nur mit dem Typen. Da. Bis Xuan Digger hoch ist, warte ich mit meinem. Ja, ich muss gerade an der Schlange warten.
Ja, ich bin zum Glück mit, also mit meiner Level 7 Fähigkeit. Was haben wir da schön? Amtssessel ist bedroht. Mein bin ich. Mein Amtssessel. Umsatzsteuer wurde geändert. Oh, Linz Umsatzsteuer 0%. Das gefällt mir. Okay, was macht man da? Schlitzohriger Händler. Ja, das passt ganz gut zu dem. So, und jetzt hier noch meine Frau. Beati Pauperis Spiritus. Verdammt, jetzt habe ich, Rhetorik voll. Was mache ich als nächstes? Phinoxy, dein Mann bewirbt sich auf das Mann des Guildvorstehers. Ja, oder? Du kannst Henker kannst du gerne nehmen. Henker habe ich kein Problem mit. Das kriege ich das Amt. Nur ich muss mit meiner Frau warten wegen Rundiger.